Willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft von Blizzard Entertainment Patch Time Wardle K auf dem Privatserver Rising Gods. In den Grizzly-Hügeln hier unten vor der Zwergenstadt und Kriegsgolem Stadt. Was heißt Stadt hier? Kleines Örtchen. Ich bin schon von so einem Windelementar empfangen worden beim Einloggen. Ich hatte mich doch nicht so schön hingestellt. Das nehmen wir auch noch mit hier. Kobalt! Alles meins! Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen sollten. Nachricht von Loken erhalten. Die heißt erstmal grobe Richtung da rein. Eine Aufseherverkleidung. Wir sollen uns als Aufseher verkleiden. Mach mal. Also, das geht auch auf Drachen. Aha! Oh nice, niedlich. Und wir sollen? Plattform? Echt? Ihr seid spät dran, Vorarbeiter. Aha. Und nu? Map. Das Schicksal wartet nicht. Eure Handwerker müssen die Produktion von Kriegsgolems erhöhen. Ja, wenn du langsamer reden würdest, könnte ich mir das eventuell auch merken. Warte mal, ich brauche Zettel und Stift. Nicht so schnell, nicht so schnell. Ich kann doch noch keine Kürzel. Kehrt an eure Arbeit zurück. Jawohl, hab ich verstanden. Von dem Rest zwar nichts, aber ich werde schon irgendwas falsch machen können. Judi, bis später. Oh, wir hauen einfach mal ab. Er durfte labern. Ich hab die Quest fertig. Das reicht. Was müssen wir sonst noch machen? Den sind wir hier schon durch. Ja, ich weiß es nicht mehr. Es ist schon eine ganze Weile her. Ich freue mich auch so tierisch, dass ich mal wieder zocken darf. Yes, neue Aufnahmesession. Genau. Mal gucken, wie viel ich heute schaffe. Lalala. So. Hier. Ach ja, bleib sitzen. Genau, Quest beenden. Besiegt den Eisentarn-Zornhammer mit Hilfe eures Kriegsgolems. Ich krieg ein Kriegsgolem. Was? Ah, hat er hier wieder nicht aufgeräumt, so eine Kacke. Golem-Kontrolleinheit. Packen wir mal raus. Was haben wir hier alles? Achso, die war aus Schattenmontal, richtig? Wow. Wir werden schon irgendjemanden finden, den wir das in die Hand drücken können. Na, ich nicht. Hier, Quest beenden und so. Er das auch. Nee, Stallmeister nicht. Rüstungshändler, das sieht doch schon viel besser aus. Du willst doch sowas bestimmt haben. Jo, aufgeräumt habe ich auch nicht. Ach so, was ist das? Das wollte ich ja irgendeinem von euch aufs Auge drücken. Einfach mal melden. Soll ich es vielleicht nochmal zeigen, was es ist, damit ihr es wisst? Ahahaha. Ja, das können wir auch im Flug machen, ne? Genau. Vielleicht hat es mir ja schon einer geschrieben, der es haben möchte. Ungelesene Nachrichten von Auktionshaus. Ja, Erdteiler. Ne, der war es bestimmt nicht, der wisst bestimmt nicht. Baum! Fällt! Ja, aber nicht auf mich drauf, du! Questerfolg haben wir schon. Erkundungserfolg haben wir schon. Dann machen wir hier noch die Quest. Gut, dann machen wir einen Jump darüber, ne? Aber dann machen wir vorher einen Jump dahin und laufen dann hier den originalen Weg nach oben. Genau, genau, genau. Hier muss es doch irgendwo reingehen. Was soll ich denn überhaupt mit dem machen? Aktiviert eure geladenen Kriegsgolem. Kann nur in Dun-Argol aktiviert werden. Das ist ja hier. Und den werde ich nicht hier draußen aktivieren. Sonst rumst er mir hier alles um. Rumstibums. Ja, ne. Das soll er nämlich nicht machen. Das mach nur ich. Rumstibums. So, kommt mal alle her. Genau, so geht das. Spaß im Glas. Du hörst mal auf mit dem Einschmelzen. Das mag ich nicht. Jo, mach erstmal so rum. Und, ach, da ist der auch schon fort. Bergbahn. Aber wir sind ja schon ausgeskillt beim Bergbauen und hier musste man sich draufstellen.
Den muss man übernehmen. Mit. Jo. Und irgendwie drauf rumschlagen. Die sind beide Elite? Nö. Den brauche ich nicht. Das ist der Wächter. Nieder mit Eisentornzorn. Hammer. Ich bin jetzt der da und kann EMP. Unterbricht den Amboss und somit Eisenzorns Schutzschild. Der Amboss ist das Schutzschild. Und damit kann ich den verflacken. Kann ich den verflacken? Aua! Aua! Und bam. Und wechsel. Und genau so. Hau drauf! Verfehlt! Schwachkopf! Und den raus. Den und... Ja, das war so klar. Aber... Ich hatte ihn doch... Jetzt gibst du dir mal... Schnauzeknopf! Zu spät! Zu spät! So, den umgerockt haben wir. Ich könnte ja jetzt natürlich auch rückwärts hier drauf und einfach nur flüchten. Na, hörst du auf! Ich will nicht flüchten! Hörst du! Komm runter! Du wirst verhauen! Das kann doch wohl ja nicht sein, damit er wieder ordentlich spawnt hier. Räumen wir natürlich mal wieder schön auf. So, krach. Nein, nur instant. Und zwar jetzt. Genau, dafür haben wir es ja hier skillt, damit wir hier keine DPS verlieren. So, das passt. Dann können wir den auch nochmal Kräuterkundlern. Bergbauen. Schwachkopf. Ja, ja, das muss so. Ach, hier sind... Ah, nee, nicht vier, es sind drei von diesen Fahrstühlen. So, schwenke mal wieder um. Hier ging es hoch, da geht's raus. Na, ja, das Hoch wollte ich mir auch noch angucken, was hier noch ist. Nein, ich will nicht die Sendung in die Länge ziehen. Was heißt hier Sendung? Ja, komm, lass es heute, ja. Nee, ich will mich ja nochmal umgucken. Was hier noch so alles ist. Ich bin einfach mal neugierig. Ich bin schon lange nicht mehr hier oben gewesen. Und muss ja einen Grund haben hier oben. Oder nicht? Da geht's nur wieder runter. Huch. Ich bin noch ins Werk getreten. Ganz dabei. Bitteschön, dankeschön. So, und rums. Der ist ja auch schön kaputt. Ach komm, den nehmen wir auch noch mit. Immerhin alles Matz. Ab und zu gibt es auch mal Erde. Nicht runterkullern, sonst muss ich hinterher springen. Obwohl, muss ich auch so. Papp. Jo, dann haben wir das hier oben auch geklärt. Ah, da drüben werden wir noch Spaß haben. Das ist auch lustig. Fetzt. Jo, wir haben schon gut geschafft. Passt, wackelt, hat Luft. Aber das dürfte jetzt für hier oben die letzte Quest gewesen sein. Den Posten sieht man aber auch so schwierig. So viele Bäume hier am Weg. Ja, komm, bleib gleich mal auf dem Mount. Ja, du hast mir ja auch die Quest gegeben, ne? Leder, schwere Rüstung, Platte. Nee. 6, 78, doch. Ja, ja, auch ohne. Ich hau ja schon ab. Ich weiß, du kannst mich nicht leiden. So, Daddy da runter und... Ah, den nehmen wir... Zauber macht 201, den nehmen wir auf. Das könnte schon besser sein wie der auf der Bank. Ja, nur so... No, just for fun. Ihr wisst, ich sammle nebenbei noch für einen Schokoladen.
Hier unten haben wir die Tankklamotten drin. Ich habe die Retri-Klamotten an. Ja, ansonsten habe ich keine Hobbys. Hast recht. Das ist wohl schon gar seltsam so. Bist du irgendwas? Nö, du auch nicht. Hä? Wer bist du? Soll ich die Quest hier unten abgeben oder was? Ja, die machen mal richtige Aura ein. Die sind Elite und die haben auch ein bisschen was drauf. Da werden wir das schon nutzen. Und dazu. Dann nutzen wir auch das Schildchen hier, wenn ich gerade sehe, hier das Heilungsverminderung. Vom Minimum, genau. Schwachkopf! Mann! Da! Heileffekt um 50% verringert! Ist gerade nicht drauf. Gut, bam! Und tickt noch schön nach. Fein, weil kritisch. Bams, bams. Jawohl, so haben wir Nummer 1. Warlam liegt im Dreck. Nee, ist da nicht unten auch noch irgendwo einer? Selas um die Ecke ist auf jeden Fall hier unten einer. Da ist Blutschlund. Hier. Bam, bam. Das geht schon mal gut los. Was hast du auf mir drin? Krankheit, nehme ich runter. Krankheit habe ich gesagt, nehme ich runter. Das reicht schon, wenn ich hier. Ist das Schild runter? Jawohl, Schild ist runter. Bam, bam, bam. So, da sieht die Welt schon ganz anders aus. Gib mir nochmal den. Sag mal. Das reicht jetzt aber hier. Bams. Und so rum. Und so rum. Ich dachte auch, da unten wäre noch einer gewesen. Das tickt schön, ne? Erleidet körperlichen Schaden. Yeah, 4 Sekunden tickt's nach. 628, ne? Und im Normalfall hast du ja hier um einiges weniger Leben. Kultist? Nö. Ist da noch einer vorher drin? Bevor wir hochkommen? Da müssen wir mal den originalen Weg nach oben latschen. Bams. So, oben muss er nämlich auch alle Walks wegmachen. Denn hier das Event los. An das kann ich mich auch kaum noch erinnern. Wir könnten uns mal buffen, wa? Mal ein bisschen Stärke reinnaschen. Mal ein bisschen was trinken. Wogschenke hier mal auch auf. Das sieht schon mal reichlich seltsam aus. Igit. Hier geht's weiter hoch. Süß. Ja, ja. Und hier oben sind schon ersten Kultisten. Die musst du alle wegnatzen. Und dann kommt erst der Boss. Ja, das ist schon mal wieder Schwachsinn hoch 5. Also ja, das kann... Die können Krankheit geben. Aber... Nicht jeder dieselbe und dann immer wieder drauf da. Das ist Quatsch. Wenn es verschiedene Krankheiten wären, hätte ich es noch verstanden, aber so auf gar keinen Fall. Dann ist das ja schon mal wieder so. Die sind besser wie der Boss sozusagen.
Der ist auch nicht ohne gewesen. So. Ich mach mich da vorher nochmal voll. Einfach nur, weil ich's kann. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Wer weiß, was die jetzt hier abziehen für eine Show? So, der macht schon mal keine Krankheit. Und da kommt sie gleich wieder von beiden. So, der macht auch keine Krankheit mehr. Wie du siehst, musst du die hier immer wegmachen, bevor er überhaupt angreifbar ist. Rums die Bums. So, jetzt ist die Frage, was lassen wir an, was nutzen wir? Wir haben ein Schild an, das geht. Ja, die Mobs waren wieder schlimmer wie er selber. Ab und zu macht er aber wieder hier und so. Dann schneller Wechsel auf die Mobs. Normalerweise hat er dann auch wieder Schild an. Wieder Wechsel auf ihn. Und mir zutscht es die Mana leer. Das ist ja nicht gut. So, haben wir wieder ein bisschen was. Da haben wir erstmal wieder Leben. Schild ist ein. Dann drücke ich dir den rein. Damit du ein bisschen schneller runterkommst. Ja, was zünde ich noch? Zünden wir alles. Das war die Heilung. Jawohl, daneben gedrückt. Das andere wollte ich eigentlich haben. Aber was soll's? Jetzt wird's natürlich richtig lustig. Ja, hauen wir den einen um, hauen wir den nächsten um. Hauen wir alle um. Das sind ein paar zu viel, aber ja, was soll's? Heilung. Kann schon mal nicht schaden. Ein bisschen Mana hätte ich auch gern wieder. Oh, so und so und gib mal Mana her. Mana, 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 Mana. Ja, ich könnte noch einen Trank trinken, aber was soll's. Der fällt auch so. So, das Problem ist jetzt, ich kann mit ihr noch nicht reden. Einen haben wir noch nicht, und zwar Selas. Sehr schön. Mit Selas muss man jetzt zügigst arbeiten. Dass wir dann die Quest hier oben abgeben können. Wo ist Selas? Nein, nicht Selas. Selas, doch da unten. Hä? Aber, der stand da vorhin doch noch nicht. Oh, der war auch gut. Der gibt auch so einen schönen, dicken Dot. Den müssen wir gleich runter nuken. Mir will, das war der. Den gibt's erstmal für den da ins Gesicht. Genau, damit wir die Krankheit nicht mehr kriegen. Dann kümmern wir uns um den da. Jetzt haben wir volles Leben. Das kann ich dir geben. Nein, gebe ich dir natürlich nicht. Kannst du auch mal ein bisschen Damage an den machen? Danke. Huch, nein, nicht du an mir! Du Schwachkopf! Du sollst dich gefälligst hinlegen. So, netter und netter. Der rastet schon wieder aus. Darfst du gar nicht. Bam. Bam. Und tschüss. So, da haben wir das. Jetzt müssen wir wieder zu der hoch. Oder auch nicht. Die scheint hier permanent rumzuspringen. Sascha. Ja, damit du da oben nicht im Kampf abgeben musst. Das ist natürlich lustig. Ja, mir geht's gut und selbst. Stoff, Leder, schwere Rüstung, Platte und Platte. Oh, Server-Update, wer hätte es geahnt? Irgendwie kommt das sehr oft vor, oder? Rüstungsdurchschlagswertung in meinen Videos, das ist immer zur selben Zeit. Verteidigungswertung um 28, haben wir da schon was Besseres? Ja, um 32. 41 Stärke, 84 Ausdauer.
Naja, minimal 6G. Aber wir nehmen trotzdem die da. So, dann können wir die verkaufen. Und dann sind wir hier tatsächlich fertig. Und das zum Folgenende. Das heißt, gucken wir in die Richtung oder gucken wir in die Richtung? Ach, wir gucken in die Richtung. Hier waren wir gerade drin. Jo, ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu World of Warcraft von Blizzard Entertainment Patch da in Wardle K auf dem Privatserver Rising Gods. Dann wieder in der Drachenöde hier von an der Lichtwarte. Und wir gehen dann nach Zul'Drake. Questen. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.